Hinter jedem Kreuz steht ein schweres Schicksal. In Brasilien sind inzwischen mehr als 400.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Nur die USA haben noch mehr Opfer zu beklagen. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl hat das bevölkerungsreichste Land Südamerikas die höchste Todesrate auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Inzwischen haben sich die Infektionszahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Die Zahl der täglichen Todesfälle ist weiterhin sehr hoch. In vielen Regionen sind die Krankenhäuser überlastet. Wegen der dramatischen Corona-Lage steht die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro zunehmend unter Druck. Der rechtsextreme Präsident spielt die Gefahren durch das Coronavirus immer wieder herunter. Er kritisiert die Corona-Auflagen einzelner Bundesstaaten und Regionen, weil sie angeblich der Wirtschaft schadeten. Nossa vida tem que continuar.